Hallo liebe Freunde dieses Kanals, ich bin heute beim Winterwanderweg Draufgang Wintermärchen auf der Schwäbischen Alb. Das ist bei Albstadt. Wir sind hier auf dem Parkplatz Stocken. Ich nehme euch mit, ich erzähle euch ein bisschen was zum Weg. Es ist ein wunderschöner Winterwanderweg, perfekte Bedingungen heute. Die Sonne scheint, einfach wunderbar. Eine perfekte Aussicht auf die Burg Hohenzollern erwartet uns. Wir machen einen kleinen Umweg von 1 Kilometer, um diesen Ausblick genießen zu können. Wenn ihr mitkommen wollt, bleibt dran! Der Weg geht vom Parkplatz Stocken gleich direkt wunderschön in das Weiße, wie ihr sehen könnt. Wenn ich mich richtig erinnere, kann man hier auch direkt zum Reichbergturm vorfahren. Den seht ihr ganz da hinten, ganz klein. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Da gehen wir hin. Wenn wir Glück haben, ist der offen. Das ist immer so eine Glückssache, ob der offen ist oder nicht. Wenn er offen ist, gehe ich natürlich hoch und wir können den Ausblick genießen. Dieser Winterwanderweg heißt Wintermärchen, er gehört zu den Draufgängen, wie ihr sehen könnt. Wunderbar, wenn Schnee liegt, so wie heute. Und wenn die Sonne rauskommt, auch wie heute, dann ist es natürlich der perfekte Tag, um hierher zu kommen und diese ca. 7,5 Kilometer zu laufen. Was auf dem Draufgang Wintermärchen perfekt gelöst ist, sind diese Schilder überall. Also ihr könnt euch hier nicht verlaufen. Das ist hier nicht selbstverständlich auf der Schwäbischen Alb. Perfekt gemacht. Ich habe trotzdem die App Komoot dabei. Ich lade euch die ganze Route natürlich in die Videobeschreibung. Hier ist übrigens auch eine perfekte Langlaufstrecke. Die ist jetzt natürlich super präpariert. Es gibt Spuren und ihr könnt auch skaten. Also die perfekten Bedingungen. Wenn ihr Langläufer seid, dann ist jetzt die richtige Zeit, eure Skier auszupacken und herzukommen. Hier ist es fast wie in einem kleinen Skigebiet. Alpweiß Winter am Drauf. Hier habt ihr die Übersicht. Hier gibt es Langlaufstrecken, hier gibt es Skilifte und es gibt sogar Winterwanderwege. Also fast wie in Österreich im Urlaub. Wir sind jetzt gerade hier an den Allenberghöfen. Hier habt ihr eine Karte. Ich nehme euch die mal ganz auf. Vielleicht wollt ihr die ja auf euer Handy machen mit einem Screenshot oder ähnliches. Da ist die Übersicht dieses Weges. Das wäre doch das ideale Zuhause, mitten im Weißen und in dieser herrlichen Gegend im Zollernalbkreis. Ich kann natürlich auch mit kurzer Hose hier joggen. Hat so -2 bis 3 Grad, würde ich sagen. Ganz angenehm, nicht zu kalt. Aber mit kurzer Hose würde ich hier trotzdem nicht rumlaufen. Nach circa 3 Kilometer kommt ihr hier an diesem Punkt an. Da geht es zur Aussicht Burg Hohenzollern, gehört nicht zu diesem Wanderweg. Aber ich würde euch empfehlen, macht diesen Umweg, 500 Meter sind es nur. Eigentlich müsstet ihr diesem Draufgang Weg hinterherlaufen, das wäre dann hier in die Richtung. Allerdings, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, macht unbedingt diesen Umweg hier zur Aussicht Burg Hohenzollern. Das sind gerade mal 500 Meter, also 1 Kilometer hin und zurück. Es lohnt sich. Diese 500 Meter führen uns dann zum Zeller Horn und von dort aus gibt es einen wunderbaren Panoramablick, nicht nur auf die Burg Hohenzollern, sondern natürlich auch aufs Tal.
Und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Man kann hier auch reiten mit Ponys, wie ihr seht. Ganz schön flott unterwegs. Muss ein abgehärtetes Pony sein. Der Weg zum Aussichtspunkt heißt übrigens Hörnleweg. Müsst ihr nicht wissen, aber ein kleiner Fact am Rande. Wunderschön jetzt im Winter. Also auch wenn ihr nicht den Aussichtspunkt hättet, finde ich den Weg an sich schon sehr schön. Wir sind jetzt am Aussichtspunkt angekommen, Draufgang Zollernburg Panorama. Hier drüben wunderschöne Aussicht auf die Burg Hohenzollern. Hinter mir seht ihr die Burg Hohenzollern, steht auf dem Berg Hohenzollern, der ist genau 855 Meter hoch. Die Fürsten von Hohenzollern sind die Eigentümer, also alles der gleiche Begriff, leicht zu merken. Und das hier ist die Stammburg Hohenzollern, majestätisch, ein wunderbarer Ausblick und heute die perfekten Bedingungen. Wir sind jetzt die 500 Meter wieder zurückgelaufen. Die Sonne scheint mir direkt ins Gesicht. Ein wunderschöner Tag. Ihr habt gesehen, die Aussicht ist wunderbar. Ihr müsst einfach vorgehen, wenn ihr hier seid. Wir sind jetzt genau bei 4,2 Kilometer. Jetzt sind es noch 4 Kilometer bis zurück zum Parkplatz Stocken. Also ungefähr auf der Hälfte der Strecke. Also ich muss euch wirklich sagen, das ist der schönste Winterwanderweg, den ich auf der Schwäbischen Alb jemals gelaufen bin. Es sind natürlich auch die perfekten Bedingungen. Es ist ein wunderschöner Weg, den kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Normalerweise müssten wir hier lang gehen, aber wir machen einen kleinen Umweg. Das ist der reguläre Weg zum Reichbergturm jetzt. Aber es gibt hier diese Zusatzschleife, da kommt ihr an einen schönen Aussichtspunkt, direkt an den Alb drauf. Müssen wir natürlich noch mitnehmen. Es sind nur 400 Meter, also kein Problem. Hier ist nämlich auch ein Aussichtspunkt. Alle gehen immer zu dem Aussichtspunkt, der angeschrieben ist. Der ist dann natürlich voll. Gerade an Sonn- und Feiertagen kommt man da fast nicht durch. Und hier ganz alleine für euch der perfekte Aussichtspunkt auf die Burg Hohenzollern. Wir sind hier am Alb drauf. Es geht steil runter. Also wie immer Hunde anleihen und auf die Kinder aufpassen. Aber wie ihr seht, unglaublich wunderschön. Etwas weiter weg die Burg von hier aus, aber jetzt in der Sonne liegend. Wir haben jetzt gegen 16 Uhr, die Sonne geht bald unter. Ein traumhaftes Ambiente und Szenario. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Reichbergturm, der ist gleich hier drüben. Auf dem Weg bin ich über diesen riesen Schneemann gestolpert. Der ist größer wie ich. Unglaublich. Ein riesen Schneemann, nur die Moorrübe fehlt. Wie ihr sehen könnt, tatsächlich größer wie ich. Und ich bin 1,90 Meter groß. Da haben sich so manche Leute richtig Arbeit gemacht. Wunderschön. Jetzt sind wir gleich beim Reichbergturm. Ich gehe davon aus, dass er zu ist. Vielleicht haben wir Glück. Ich habe keinen oben gesehen. Schauen wir mal, ob die Tür offen ist. An Sonn- und Feiertagen ist er meistens geöffnet oder man kann sich den Schlüssel bei der 100 Meter entfernt liegenden Gaststätte holen, aber ich denke, dass der momentan zu sein wird. Schauen wir mal. Der Reichbergturm steht hier auf 956 Meter Höhe. Der Berg heißt Reichberg. Da war man wieder besonders kreativ bei der Namensgebung. Er sieht ehrlich gesagt auch nicht besonders aus, aber man hat von oben eine ganz nette Aussicht. Jetzt schauen wir mal nach, ob er offen ist. So, hier ist der Eingang. Mal sehen.
Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Nein, ist geschlossen. Wegen Corona. Leider zu. Da habe ich falsch geschätzt. Die Turmhöhe ist 22 Meter. Wie ihr sehen könnt, erbaut 1928. Hier drüben ist das Wanderheim Negeles Haus. Da könnt ihr was essen gehen. Oder euch was zu trinken kaufen. Hier drüben ein Grillplatz, wunderschön. Und die Sonne geht so langsam unter, wie ihr sehen könnt. Und wir machen uns jetzt auf dem Rückweg, sind noch circa 3 Kilometer auf unserem Weg. Jetzt geht die Sonne unter, wie ihr sehen könnt. Ein wunderschöner Weg. Jetzt in der Abendsonne vielleicht sogar noch schöner. Es spiegelt auf dem Schnee. Sieht wirklich toll aus. Wir haben jetzt noch 2 Kilometer zurück zum Parkplatz Stocken. Und wie ihr seht, ein wunderschönes Abendrot. Einfach traumhaft schön. Jetzt am Ende laufen wir an der Langlaufstrecke noch entlang. Ist jetzt noch gut 1 Kilometer bis zum Parkplatz. Und es wird immer kälter hier, weil eben die Sonne untergeht. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt die Mütze angezogen. Es wird jetzt immer kälter. Es gibt ein wunderschönes Abendrot, wie ihr sehen könnt, da hinten. Einfach traumhaft schön. Wir haben jetzt noch 1 Kilometer vor uns, aber es kommt nichts Besonderes mehr. Mein Fazit zu diesem Winterwanderweg, einfach ein super Weg, auch super präpariert. Hier ist gerade jemand durchgefahren, der das präpariert hat. Wunderschön, Wintermärchen. Kommt hierher, wenn ihr Zeit habt. Geht diesen Weg, wenn hier Schnee liegt. Den Weg gibt es auch nur, wenn Schnee liegt. Da wird er extra angelegt und präpariert. Er ist super ausgezeichnet, ein toller Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, folgt meinem Kanal hier unten. Bis dann, euer Alex.